Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr habt schon in der Überschrift gesehen, heute möchte ich mit euch zusammen ein Fullface Rival Loves Me schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Rival de Loop Young ist aus dem Sortiment bei Rossmann raus und dafür ist die neue Marke Rival Loves Me eingezogen. Ich habe mich ein bisschen ausgestattet mit Produkten und werde die jetzt in meinem Gesicht testen und ich würde sagen, wir legen los. Es gibt auch eine kleine, aber feine Verlosung. Selbstverständlich. So, genau. Ich habe zuallererst zwei verschiedene Primer mir geholt. Das ist einmal der Primer Dewy and Fresh mit Hyaluron und Aloe Vera. Den möchte ich gerne auf der einen Seite meines Gesichts testen und auf der anderen Seite die Blur Primer Drops mit Cranberry Extract. Genau, mit einer interessanten Füllmenge von 29 Milliliter. Es gab auch mattierende Primer und so, aber ich bin ja eher so der Fan von gib mir Feuchtigkeit, gib mir Strahlkraft, gib mir Glanz, irgendwas, ne? Genau, hier haben wir die zwei verschiedenen Produkte. Das ist einmal hier diese Drops, die sind auch in einer richtig coolen Pipettenflasche. Das gefällt mir schon mal von der Optik sehr, sehr gut. Preislich, müssen wir gar nicht drüber reden, unfassbar günstig alles. Und hier haben wir den Dewy and Fresh Primer, den habe ich ja eben schon gezeigt, in einer Tube. Auf geht's. Das sieht ja cool aus. Und sehr flüssig. Ich habe mein Gesicht natürlich jetzt eben erstmal gereinigt. Oh, die riechen gut. Boah, das riecht voll angenehm. Als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, mehr nicht, ne? Also ein bisschen die Augen abgeschminkt, weil ich ja tatsächlich Mascara und Eyeliner heute Morgen verwendet habe. Ansonsten einfach Gesicht gewaschen und mich hier hingesetzt und ja, zieht gut ein. Und ja, die Foundation und so, die haben heute ein bisschen mehr zu tun, denn hier unten ist so eine kleine Familie aufgetaucht, die möchte vielleicht ein bisschen verdeckt werden. Oh, guck dir mal diesen Glow an, ne? Das ist so mit richtigem Goldschimmer, ne? Und so flüssig. Also sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und fühlt sich auch richtig klasse an. Ist jetzt nicht unbedingt mega feuchtigkeitsspendend. Jedenfalls so, was ich auf der Haut empfinde. Da würde ich vielleicht tatsächlich sogar dann noch einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter geben. Weil so, meine Haut hat halt einen Glow, ne? Also das sieht man jetzt auch in Relation links und rechts. Aber die ist jetzt nicht so richtig mit Feuchtigkeit durchdrängt, sage ich mal. Aber super interessantes Produkt. Ich glaube, das war auch damals bei Rival de Loop Young in diversen LEs mal mit drin. Und jetzt ist es, glaube ich, sogar im Standardsortiment. Und auf die andere Seite den Dewy and Fresh Primer. Da hoffe ich jetzt natürlich auf mehr Feuchtigkeitspflege. Und da es halt auch mit Aloe Vera ist, sollte das ja eigentlich funktionieren. Ja, auch der. Ne, der ist jetzt aber nicht flüssig. Der ist sehr, ne? Oh, der hat aber auch einen schönen Schimmer mit drin. Sieht man das? Der riecht einfach nach Creme. Und der hat so ein leicht kühlendes Gefühl jetzt auf der Haut. Ich denke, das wird an dem Aloe Vera-Anteil liegen. Also die Seite fühlt sich jetzt gerade viel kühler an als die Seite. Also die Seite fühlt sich eher warm an. Ein Glow machen beide, wobei der Glow natürlich stärker ist. Da hattest du auch stärkere Schimmerpartikel mit drin. Aber vom Ergebnis her gefällt mir die Seite besser. Jetzt abgesehen, nein, das machen wir hier mal kurz unten weg. Sonst verfälscht das ja auch so ein bisschen die Entscheidungsgewalt, ne? Doch, die Seite gefällt mir wirklich besser. Ja. Vom Gefühl her fühlen die sich aber sehr, sehr ähnlich an. Also wenn ich jetzt auch so drüber fasse. Ja. Also da muss man, glaube ich, einfach für sich entscheiden, was gefällt mir besser. Wenn ich so eine cremige Textur nehme, wie bei dem hier, oder eben eine flüssige Textur. Vom Ergebnis her sehr ähnlich, oder? Bei Foundation hatte ich jetzt nicht so die Ultra-Auswahl, was die Farbauswahl angeht. Ja, verschiedene Foundations gab es auch, aber hauptsächlich mattierende Foundations. Alles nichts für mich. Ich möchte ja persönlich Feuchtigkeit und Glow. Da habe ich diese hier genommen, Skin Optimizer Foundation. Sie ist wiederum mattierend, ja, aber sie ist Hautbild verbessern. Das fand ich dann schon wieder cool. Und das ist die Farbe 02 Ivory. Die wird mir jetzt vielleicht etwas zu dunkel sein. Oder zu gelbstichig, man weiß es nicht. Ja. Hautperfektionierendes Make-up mit Cell Energy Booster. Verbessert die Zellatmung, vermindert UV-bedingte Hautschäden, beugt vorzeitige Hautalterung vor. Für ein makelloses und strahlendes Finish. Ja, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, gut, das passt eigentlich am meisten bei mir. Hat hier so einen Pumper. Und dann gebe ich mir erstmal ein bisschen was auf meinen Handrücken. Von der Textur her sieht das relativ fest aus, ne? Also da fließt jetzt auch nicht wirklich was runter.
riecht noch nicht viel. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal einen Pinsel und verteile mir die so grob im Gesicht. Ja, passt farblich schon irgendwie, aber sie ist doch etwas gelbstichig. Ich würde sagen, dass ich vom Hautunterton eher neutral bin und nicht gelb. Aber ich glaube, die hatten auch nur 3 Farben davon. Also ich habe jetzt tatsächlich auf einer Hälfte 2 Pumphübe drauf. Also die ist, ja, nicht gerade ergiebig scheinbar. Und dann blende ich mir das Ganze mit einem Schwärmchen ein. Ich habe bereits 4 Pumphübe auf meinem Gesicht, habe aber nach wie vor das Bedürfnis, dass ich tatsächlich noch Stellen abdecken möchte. Das heißt, ich gebe mir jetzt noch 2 weitere auf. Krass. Also an den Wangen war mir das irgendwie noch nicht so gleichmäßig genug, ne? Deswegen tupfe ich das jetzt mal so mit dem Pinsel so ein bisschen drüber. Natürlich, krass abdecken mache ich nachher mit dem Concealer. Aber irgendwie fehlte mir da gerade was. Ich persönlich finde, dass die Foundation sich relativ schwer ausblenden und verteilen lässt. Deswegen, ich muss hier teilweise echt mit dem Schwämmchen so recht grob dann auch ran. Weil die Konsistenz halt sehr, sehr pastig ist und die trocknet dann halt auch irgendwie ziemlich schnell. Vom Finish gefällt sie mir aber ganz gut. Also beide Seiten sehen gut aus, finde ich. Ja, ich muss halt relativ viel Produkt verwenden, das finde ich ein bisschen heftig. Die hat eine leichte bis mittlere Deckkraft und ich finde jetzt überhaupt nicht, dass sie mattiert hat, ne? Also die Haut strahlt noch durch. Ich finde, dass ich durch den Primer wahrscheinlich dann dieses Glow-Gefühl bekomme und dann halt auch meine Haut jetzt glänzt und natürlich aussieht. Hautbild verfeinernd, ja, definitiv. Also alles sieht beruhigter im Gesicht aus, alles sieht ebenmäßiger aus und ja, halt auch farbtechnisch alles ein bisschen mehr angepasst. Also von daher, die Foundation gefällt mir schon ganz gut, ja. Auch wenn man etwas mehr davon braucht, aber dafür ist sie halt auch echt günstig. So, dann habe ich einen Concealer. Das ist der Color Correcting Concealer Waterproof. Farbkorrigierende Abdeckcreme für ein ebenmäßigeres Hautbild hätte man vielleicht auch schon vorher benutzen können. Und witzigerweise, das ist die Farbe 02 Vanilla. Ich habe das auch in der Farbe 02 bestellt. Ist das deutlich heller und weißer als jetzt das hier, ne? Also ich hätte sonst immer gedacht, Ivory und Vanille wäre schon ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar Vanille etwas dunkler wäre. Aber das ist Vanille und Vanille ist heller, deutlich heller. Was natürlich dann per se nicht verkehrt ist, weil du nimmst den Concealer ja meistens eh etwas heller als die Foundation. Also von daher, das passt. Ja, hat so ein Füßchen-Applikator. Riecht ein bisschen nach Farbe. Ist richtig hell. Wow. Dann trage ich mir den mal vorsichtig hier so auf. Nicht übertreiben und blende mir den einfach mit dem Schirmchen ein. Oh, schön. Das hat voll gut funktioniert, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Das hat, ne? 3 Punkte jeweils. Ich mache das hier noch ein bisschen, dass ich hier auch nochmal so... Ich bin jetzt nicht nochmal neu reingegangen. Das ist immer noch das gleiche Produkt wie von einmal reindippen. Der lässt sich auch super schön verteilen und ausblenden. Und der deckt wirklich dezent ab, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da so voll das ultra krass dicke Produkt drauf hätte. Das ist so sanft abgedeckt und einfach nur so ein bisschen angeebnet. Ist jetzt kein ultra krasser Concealer. Ich finde, dass es eine sehr leichte Deckkraft hat, aber das mag ich, ne? Ich mag das auch nicht, wenn das zu heftig ist. Jetzt mache ich hier meine Äumelze mal weg. Ja, ja. Vor fast einem Jahr habe ich meine Pille abgesetzt und habe immer noch Probleme damit, dass ich halt unreine Haut habe, aber... Ne? Was? Also, das eine willst du, das andere musst du und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. So ein paar Unreinheiten ist besser, als wenn ich mir immer jeden Tag die Chemiekeule gebe und meinem Körper vorgaukel, ich wäre schwanger. Und da siehst du auch, also da kannst du ja pinseln, wie du lustig bist. Die kommen immer wieder durch. Ich meine, zum einen hast du natürlich, dass es halt uneben ist, ne? Dadurch, dass es einfach so ein... Klar, der redet nicht über sowas. Aber gut, ja, dass es halt so abstehende Viecher sind, weil da ist ja Kram drin. Ne? Dass es einfach von der Oberfläche her da ist. Zum anderen ist das hier wirklich eine relativ leichte Deckkraft. Also du siehst hier, ich bin jetzt 3-mal hier über dieses Moped gegangen. Ich trage im Prinzip immer wieder das Produkt ab. Also das ist, deckt nicht wirklich ab da unten. Finde ich aber auch jetzt auch nicht ultra wild, weil ich habe einfach eine Haut. Es ist, wie es ist. Ich kann es ja auch nicht ändern, ne? Und wenn ich da jetzt so viel Kram draufschichten würde, würde ich das nur unnötig betonen und das will ich auch nicht. So, ja, das ist der Concealer. Der Concealer gefällt mir richtig gut. Doch, ne? Das ist angenehm. Ich hoffe jetzt nur, dass der nicht in die Fältchen rutscht. Deswegen gehe ich hier noch einmal drüber. Über meinen Augen habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil da kommt gleich was anderes drauf. Ja, ne? Concealer kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr nicht so eine ultra krasse Deckkraft haben wollt. Von daher, ja, ne?
Genau. Als nächstes habe ich hier ein Puder von Revive Loves Me. Das ist ein Fullface Revive Loves Me, Claudi. Marshmallow HD Compact Powder. Da habe ich auch bislang nur Gutes von gehört. Da sind ganze 8 Gramm drin. Also das ist echt ein Ding. Damit kannst du echt dein ganzes Leben abpudern. Ja, einfach so ein weißes Puder, was dann transparent sein soll, denke ich mal. Das Marshmallow HD Compact Powder fixiert das Make-up langanhaltend und sorgt dank der integrierten HD-Pigmente für einen ebenmäßigen und matten Ton. Das transparente gepresste Puder passt sich perfekt jedem Hautton an. Mal gucken. Und es riecht sehr angenehm. Irgendwie süß. Aber Marshmallow, ja, kann man machen, ne? Ob das noch Marshmallow riecht, weiß ich jetzt nicht. Also ich gehe jetzt noch einmal mit dem Schwämmchen so unter den Augen her. Dann gehe ich mit dem Schwämmchen hier ein bisschen in das Puder rein. Das dann hier. Und tupfe das direkt unter meine Augen. Ja, das hält jetzt nicht irgendwie großartig auf, ne? Das ist einfach nur dann so ein bisschen abgepudert, damit das alle gesettet ist und mir nicht in die Fältchen reinkriecht. Das mache ich im Prinzip jetzt überall da, wo ich eben Concealer aufgetragen habe. Weil ich da dann halt nochmal so ein bisschen das Ganze etwas intensiver in der Haut eingearbeitet haben möchte. Ja, es mattiert schon sehr. Also das merke ich hier gerade an der Kinnpartie, dass mir doch der sämtliche Glow genommen wird, den ich eben durch den Primer drauf hatte. Finde ich ein bisschen schade. Dann habe ich mir noch ein neues Produkt geholt und zwar ein Puderpinsel in Herzform. Das ist jetzt, glaube ich, aus einer aktuellen Limited Edition oder ist der im Standardsortiment? Das weiß ich gar nicht. Haben die jetzt schon Limited Editions? Keine Ahnung. Oh, der ist richtig schön. Das ist wirklich ein Herz. Schau mal. Der ist schön weich. Ja, hier steht ein Härchen ab. Also ja, das hat sich schon gelöst. Ciao. Ja. Ich habe es jetzt natürlich nicht gewaschen. Zweites Härchen, drittes Härchen. Also ne, nicht ganz unbedingt von der höchsten Qualität, aber es ist hübsch. Und damit kann ich jetzt einmal mein komplettes Gesicht abpudern. Und den nehme ich auch gleich als Blush und Bronzer und Schlag mich tot Pinsel. Okay, das Puder ist wahnsinnig mattiert. Das finde ich extrem heftig. Solche mattierenden Puder mag ich eigentlich nicht so gerne, weil ich ja eher Team Glow bin. Aber andererseits macht dieses Puder ein unfassbar ebenes Hautbild. Wow, das finde ich krass. Das hat jetzt bei mir jetzt auch nicht so ultra diesen White Cast oder sonst irgendwas, also dass ich so einen weißen Schimmer auf der Haut hätte oder so. Ich gehe jetzt auch nur ganz sanft überall drüber. Aber ist schon geil. Also vom Finish gefällt mir das richtig gut. Aber wofür benutze ich einen Glow Primer, wenn ich dann nachher eh abmattiere? Das ist relativ dämlich, ne? Aber gut, das Puder an sich gefällt mir richtig gut. Das macht jetzt im Display ein gutes Finish-Blick-Ergebnis. Und hier im Spiegel vor mir auch tatsächlich, ne? Also, das kann ich euch empfehlen. Das riecht auch richtig geil. Müssen Produkte gut riechen? Keine Ahnung, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich liebe es, wenn Produkte gut riechen, tatsächlich. Ich mag auch dieses ganze weiche, sanfte, niedliche, süße, ne? Das mag ich einfach. So, als nächstes entferne ich mal die Pinselhaare, die hier in meiner Nase rumschwirren. Boah, furchtbar. Ja, es gibt 2 Bronzer, die immer mal wieder in Limited Editions drin waren und nun im Standardsortiment drin sind. Und zwar ist es dieser hier. So. Das ist der Bronzer einmal in Waikiki, das ist ein bisschen heller, und in Honolulu, das ist ein bisschen dunkler. Und beide habe ich mir geholt, weil ich den im Winter und den im Sommer verwenden wollte, weil die beide halt echt geil sind. Ne? Ich werde jetzt auf einer Seite den einen und auf der anderen Seite den anderen verwenden. Es ist schon, ne, wir wissen alle, woher sie inspiriert sind. Du hast hier so ein Bürstchen mit drin, dann so ein Folienkram drüber, was ich immer wieder wegschmeiße. Und jetzt habe ich hier erstmal den helleren. Und den trage ich mit diesem Herzchenpinsel einmal auf. Und das mache ich auf dieser Seite ganz einfach. Dann können wir mal gucken, ob da überhaupt ein Unterschied besteht zwischen den beiden Bronzern. Aber ich würde sagen, ja. Ich bin gerade mit meiner Zunge über die Lippen gefahren. Und ich glaube, ich bin da eben irgendwie mit dem Puder dran gekommen. Denn es schmeckt total süß. Also hier haben wir jetzt die Farbe Waikiki und das gefällt mir irre gut. Meine Herren, das ließ sich wundervoll ausblenden. Das sieht richtig schön aus. Das ist eine geile Farbe, die im realen Leben einfach genau dem entspricht, wie ich einen Bronzer haben möchte in meinem realen Leben. In der Kamera kommt es etwas dezent rüber, aber im realen Leben sieht es einfach, ja, auch dezent aus, aber halt so natürlich und so schön und so passend halt, ne, dass man nicht direkt auf den ersten Blick sieht, Mensch, die hat aber Bronzer drauf. Die hat irgendwie versucht, ein bisschen brauner auszusehen, sich abgedeckt und dann noch so einen Kram drüber gemacht. Nee, das sieht echt geil aus. Wow. Und wie angekündigt, auf der anderen Seite verwenden wir den
Honolulu Bronzer. Trage ich mir jetzt auch genau so auf. Auch wieder mit dem Herzchenpinsel. Ach, den kann ich auch im Winter tragen. Darf ich halt nur nicht so extrem machen. Ja, man sieht schon einen Unterschied, ne, dass das ein bisschen dunkler und das ein bisschen heller ist. Aber es gefällt mir beides sehr, sehr gut. Doch, also das ist tatsächlich natürlicher, das ist dann ein bisschen stärker gebronzt. Für mich wird beides echt klar gehen, obwohl ich echt ein heller Hautton bin, ne? Der Pinsel ist übrigens auch richtig geil. Richtig geil. Auch wenn da jetzt anfangs ein paar Härchen abgeflogen sind. Ich finde den schön. Ich hole mir da noch einen zweiten von. Ich persönlich hatte ja gehofft, dass auch mein Lieblingsblush von Rival de Loup Young im Standardsortiment drin ist. Denn es ist genauso wie der Bronzer in so einem Pöttchen drin. Aber leider war das nicht so. Ich habe mir dann ein anderes Rouge mitgenommen. Das ist dieses hier in der Farbe 01 Tender Rose. Ja, hat so einen leichten Schimmer mit dabei. Und hat ein Herzchen drin, das finde ich natürlich. Ach, diese Marke, die spricht mich allein aufgrund dieser ganzen Herzlichkeit total an. Und ja, den trage ich mir jetzt einfach mal auch wieder mit diesem Pinsel auf. Oh mein Gott, der riecht auch zart. Zart, ganz zart nach Rose. Ist aber kaum sichtbar. Schade. Ach komm, ein bisschen dicker aufbauen, dann geht das. Der hinterlässt auch so einen leichten Highlighter-Effekt, ne? Schon süß. Oh mein Gott, ich liebe diese Base gerade so sehr. Schau dir das an, wie schön das aussieht. Schöne Produkte und so günstig, oder? Finde ich cool. Auch der Blush ist zwar ein bisschen dezenter und ein bisschen so rosastichiger, aber er gefällt mir. Doch, der gefällt mir wirklich gut. Wo wir schon beim Thema Herz sind, und Herzen mag ich, habe ich hier den Highlighter. Das ist der Highlighter mit super softer Textur und lässt sich gut verblenden und sorgt für ein wunderschönes Finish. Das ist ein Herz. Und auch der erinnert uns von der Verpackung doch an irgendetwas, oder? Wirklich sehr zart von der Pigmentierung her. Dann brauche ich auch mit diesem Pinsel kommen, was soll's, ne? Also, wenn schon, denn schon. Wenn man bedenkt, dass die Zielgruppe von Rival Loves Me ja auch eher so, ja, 15 Jahre jünger ist als ich, würde ich mal so sagen, geht voll klar. Also da brauchst du auch keinen ultra heftigen Highlighter. Wenn ich den jetzt extrem aufbaue, sieht der so aus und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt auch ein bisschen breiter aufgetragen. Zum einen wegen dem Pinsel, zum anderen, weil ich ihn einfach sehr aufgebaut habe. Aber es gefällt mir. Meine Güte, das gefällt mir richtig, richtig gut. Als nächstes mache ich mal meine Augenbrauen. Da habe ich hier, ja, die haben auch diese Dip Brow-Geschichte, die ja quasi das Dupe zu Anastasia Beverly Hills ist, im Standardsortiment. Aber ich bin kein Fan von Pomade. Ich bin ein Fan von Stiften. Deswegen habe ich mir einen Stift mitgenommen. Das muss ja auch irgendwie zu mir passen. Das ist der Eyebrow Pencil in der Farbe 01 Natural Blonde. Das fand ich sehr interessant von der Farbbezeichnung her, weil Natural Blonde bin ich. Das heißt, der muss jetzt auch wirklich, wirklich passen. Und wenn er nicht passt, bin ich enttäuscht. Im Prinzip. Ich habe jetzt nirgendwo hier einen Spiegel mit drin, deswegen nehme ich mir hier den von Jana. Du hast hier zum einen den ganz normalen Stift und dann bei der Kappe hast du ja hier so ein Bürstchen mit dabei, ne? Das ist so ein Bürstchen halt. Jetzt von Namen kann ich sagen, dass der Concealer nicht creased. Das gefällt mir schon mal ganz gut. An der Kinnpartie, wo ich auch ein bisschen mehr Concealer aufgetragen habe, hat er sich ein bisschen blöd abgesetzt. Und mit dem Puder sieht das dann auch echt ein bisschen cakey aus. Das gefällt mir jetzt so nicht wirklich, aber wir werden ja nachher noch ein Fixing Spray verwenden. Ja, ansonsten gefällt mir das von dem Hautbild her sehr gut. Doch, das gefällt mir. So, Augenbrauen machen. Nicht quatschen, Claudi. Farbtechnisch könnte das was werden. Also der Stift ist auch relativ hart, also man muss schon ein bisschen mehr pressen, um da halt Produkt rauszukriegen. Ne? Das finde ich aber eigentlich ganz gut, weil dann kannst du es halt auch gezielter und präziser setzen. Und vom Ergebnis her gefällt mir das eigentlich auch wohl ganz gut. Ne? Ja, ist halt wie so ein Augenbrauenstift, halt ein bisschen wärmer als die ich normalerweise habe. Nicht ganz so aschig, aber er gefällt mir doch, ne? Doch, und das macht auch ein schönes, recht natürliches Ergebnis. Dadurch, dass die Farbabgabe halt nicht so enorm extrem ist, machst du dir halt nicht so krasse Balken, sondern ne, man füllt es halt nur so ein bisschen aus und das sieht ein bisschen natürlicher aus. Doch, das gefällt mir wirklich gut von den Augenbrauen her. Ne? Als nächstes werde ich eine Lidschattenbase verwenden. Da hatten die einmal eine matte und einmal diese hier Glow Base and Highlighter. Also die kannst du theoretisch auch als Creme-Highlighter verwenden. Ich verwende die jetzt einfach als Eyeshadow Base und die
glitzert halt auch, beziehungsweise schimmert, ne? Hat so ein Glow mit dabei. Ich habe mir gedacht, das kann wohl was werden. So der Plan. Ich versuche das jetzt erstmal mit so einem Pinsel. Vielleicht so ein bisschen mit dem Finger eintapern. Kann man auch so machen, ne? Ist dann nur ein bisschen sehr, sehr, sehr extrem. Also die ist auch nicht fest, die ist sehr cremig von der Textur her. Ja, also ich habe jetzt einmal meine Augen damit gebeiged und habe hier schon eine Kuhle drin. Also ich denke, dass das ein Produkt ist, ne? Weil das halt wirklich sehr cremig ist. Keine Ahnung, was vielleicht ein bisschen schneller dann Uppe ist. Aber wir schauen uns das einfach mal ab. So, ja, ne? Es ist halt eine Base jetzt auf den Augen drauf. Kannst du nicht viel zu sagen, wir müssen gleich mal gucken, wie sich das dann verhält, aber das sieht schon mal ziemlich witzig aus, ne? Gut, jetzt habe ich hier zwei Lidschattenpaletten mir mitgenommen, beziehungsweise bestellt. Ich habe ja online bestellt und das ist einmal die Into the Jungle Eyeshadow Palette, das ist diese grüne, und die Out of Space Palette, das ist die blaue. Die Into the Jungle Palette hat diese Töne, die auch wirklich sehr, sehr cool aussehen, sehr ans Dschungelcamp erinnern, was jetzt ja quasi gerade da ist. Also auch sehr coole Töne. Ja, ne? Richtig geil. Ist eine Palette aus dem Standardsortiment und für 4,99 € kannst du da nichts zu sagen. Und die Into the Jungle Palette wird tatsächlich in diesem Video an einen von euch verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal rein und genau, da wird die dann entsprechend verlost. So, und die, die ich jetzt verwenden werde, ist die Out of Space Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Mit diesen unfassbar coolen Tönen im wahrsten Sinne des Wortes. Also es sind wirklich cool Tones, kalte Töne, die alle Namen haben. Das heißt, ich muss euch die Palette gar nicht ständig in die Kamera halten, sondern ich kann dir einfach sagen, welchen Ton ich gerade verwende. Finde ich voll super. Und ja, jetzt hole ich dich ein Stückchen näher ran und dann legen wir mal los. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt verhalten wird. Ja, ich denke, dass ich jetzt einen blauen Look schminken werde. Bietet sich ja etwas an, ne? Das heißt, ja, ich fange einfach an mit dem Ton Fly With Me. Das ist hier oben direkt so ein hellblauer. Ich nehme mir so einen Blendepinsel für. Schauen. Setzen wir den erstmal hier direkt so hin. Wow. Der ist schon mal da, ne? Das ist nicht schlecht, Herr Specht. Vor allem, ich habe jetzt hier keinen festgebundenen Pinsel. Das ist jetzt einfach so ein fluffiger Blendepinsel von Batik. Trotzdem so viel Farbe hätte ich nicht erwartet. In dieser blauen Palette hast du auch, glaube ich, nur Schimmertöne drin. Also so gut wie, außer ein Ton Milky Way, der ist weiß. Und My Universe, das ist so ein Rotton. Und diesen My Universe, das ist halt dieser Ton hier, ne? Den setze ich mir jetzt mal in die Lidfalte. Auch wieder mit dem gleichen Pinsel. Ich habe hier so einen Lappen liegen, da mache ich dann immer wieder den Pinsel sauber. Der kommt jetzt mal hier in die Lidfalte. Es wird dann wahrscheinlich lila werden, weil blau und rot ergibt ja lila. Ist jetzt nicht so heftig pigmentiert. Mit Milky Way, das ist dieser weiße Ton hier. Da sieht man das, das ist dieser andere matte Ton. Gehe ich ein bisschen weiter nach oben, weil ich wollte das Pink jetzt nicht bis nach ganz oben ziehen, ne? Und den setze ich mir halt quasi dann hier so ein bisschen drunter. Ja, der mattiert doch etwas intensiver ab, muss ich sagen, als das My Universe. Weil diesen Schimmer bis nach ganz oben, das fand ich dann doch etwas krass. Also, ja. Ja, diesen My Universe, den muss ich immer mehr aufbauen. Also, den mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gern. Das ist ein bisschen schade, weil so viel matte Töne hast du hier nicht in der Palette, dass du da irgendwie groß variieren könntest. Die Farbe Celestial, das ist diese hier. Das ist auch so ein Lila, die gebe ich mir jetzt außen hin. Ich bin weiter hier mit meinem Blendepinsel unterwegs. Ich mag das ja, wenn ich nicht allzu viele Pinsel in einem Look verwende, ne? Weil ich bin ja so ein Pinselwaschmuffel. Und die ist aber intensiver, ne? Guck mal, die lässt hier fast die matte Farbe komplett verschwinden. Krass. Zack, weg. Was war da nochmal für eine matte Farbe? Hatten wir überhaupt eine? Also über Fallout muss ich mich hier auch gerade nicht allzu sehr beschweren, ne? Da sehe ich jetzt nicht so wirklich was. Ja, die matte Farbe hätte man jetzt auch nicht gebraucht. Polaris, das ist diese Farbe hier, gebe ich mir mal in den Innenwinkel. Beziehungsweise, ja, so ein bisschen, immer noch der gleiche Pinsel, ne? Hier so innen auf. Ja gut, auch in den Innenwinkel, na komm. Schön. Schön. Also zu dieser Palette kannst du dir dann definitiv auch diesen Glow Primer gönnen, weil das passt irgendwie schon ganz gut zusammen. Und Polaris hat so einen leichten Flieder-Finish auch noch. Ich finde, das passt auch gerade voll gut, ne? Das ist nämlich den Pinsel, den ich eben hier für meinen Lidschatten-Primer da verwendet habe. Und gehe in die Farbe Fly With Me. Die kann ich ja auch wieder nehmen und gebe mir die an meinen unteren Wimpernkranz. Mal
Mal gucken. Vielleicht wird das was. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Irgendwie ist es cool, dass es so ein bisschen heller ist, ne? Weil oben ist es ja ein bisschen dunkler. Aber ich möchte schon außen noch ein bisschen was von diesem Celestial, was ich halt oben auch hatte. Ich wiederhole das quasi ein bisschen, was ich oben auch verwendet habe. Um das Ganze harmonisch wirken zu lassen, aber nur so ein bisschen außen. Cool. Habe ich Bock auf so ein Highlight obendrauf? Irgendwie schon, ne? Ja. Was nehmen wir denn da? Moonshine. Moonshine ist doch eine coole Farbe. Da. Das ist dieses Silber-Schimmer. Keine Ahnung, mache ich mal mit dem Finger. Ui, das ist ein Ui. Ne? Und damit toppe ich jetzt einfach nur hier so die Mitte. Teile das auch so ein bisschen, um das halt nicht nur so punktuell zu haben. Das macht so ein leichtes, fast schon türkises Highlight, ne? Ich mag das. Übrigens sehr weich am Finger. Wenn ich da so mit dem Finger reingehe, weil eben war ich hier nur mit dem Pinsel drin. Ich habe ja hier auch nichts geswatcht, gar nichts. Oh ja, das gefällt mir. Ne? Ist halt immer ein bisschen schade, wenn man Schlupflider hat, weil wenn man dann die Augen öffnet, ist alles weg. Was man so auf dem Lid gezaubert hat. Schade. Ich finde, bei diesem Look brauche ich keinen Augenbrauen-Highlight, weil meine Augen schon schimmern wie sonst was. Genau, aber was ich jetzt auf jeden Fall verwenden möchte, achso, übrigens, Lidschattenpalette mag ich gerne, finde ich hübsch. Ich mache mal kurz so. Falls ich da irgendwo Fallout habe, kann das jetzt weg. Aber im Prinzip hatte ich da jetzt nicht wirklich Fallout, ne? Nö. Ja, geile Palette. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Ich habe da jetzt einige Farben auch noch nicht draus verwendet, weil das sind 18 Farben. Das sind so, so viele Farben und ich habe hier nur zwei Augen. Und ich möchte nachher noch ein paar Videos drehen und wenn ich das jetzt zu krass mache, dann kann ich keine Videos drehen. Ne? Geile Palette. Also die finde ich ziemlich geil. Wie oft hat sie geil gesagt? Sehr oft. Okay, einen Eyeliner habe ich mir noch geholt. Nee, aber erstmal möchte ich alles fixieren. Da habe ich hier das Setting Spray, verlängert die Haltbarkeit von Make-up. Das ist einfach dieses hier, 50 ml sind hier enthalten. Ne? So ein ganz simples schwarzes Setting Spray. Riecht sehr frisch. Uff, hat aber, der springt dich an, der Nebel, du. Huff. Das ist nass. Sehr, sehr nass. Arbeite ich ein bisschen vorsichtig mit dem Schwämmchen ins Gesicht ein, aufgrund von, es ist nass. Aber das hat jetzt alles erfrischt, weil tatsächlich das Puder doch sehr, sehr mattierend war. Aber so, guck dir das mal an, das gefällt mir irgendwie echt gut, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen außergewöhnlicher ist, dieses Augen-Make-up, aber es gefällt mir. So, ich wollte einen Eyeliner verwenden. Ja, da habe ich diesen hier. War einfach ein schwarzer Eyeliner, den ich so gesehen habe. Jo. Feine, dezente Lidstriche oder extravagante und dramatische Looks mit einem langanhaltenden Hard-Tip-Eyeliner mit Filzspitze. Filz-Eyeliner mag ich ja richtig gerne, also verwende ich eigentlich nur. Hey. Okay, ja, der hat hier so ein Herzchen drin. Und ich gucke mal, ob ich was damit gebacken kriege, ne? Also einen dicken kannst du dir damit machen, aber einen feinen, das wird schwierig. Aber ich verwende ja viel Eyeliner, mal gucken, ob ich das nicht doch hinkriege. Schauen wir mal. Aber warum da so ein Herz drin ist? Ich meine, es ist niedlich, ne? Aber es ist nicht so sinnvoll. Nee, also präzise damit arbeiten kannst du leider nicht, ne? Nee. Aber er ist sehr schwarz, sehr deckend. Das ist schön, das ist positiv. Aber uff, er ist schon intensiv, ne? Ich meine, gut, ich habe ein intensives Augen-Make-up. Dazu passt so ein Eyeliner. Aber wenn ich jetzt so an mein Alltags-Make-up denke, wird es schon ein bisschen zu krass sein. Was ich in solchen Momenten gerne mache, ich habe ja hier diesen Pinsel, mit dem ich auch meine Eyeshadow-Base aufgetragen habe und hier unten auch schon was aufgetragen habe. Kann man vorsichtig mal so machen. Huch, der ist aber schon schnell trocken. Aber damit kriegst du noch so ein bisschen so eine Spitze hin, weißt du? Kannst du noch ein bisschen mitzaubern. Bisschen. Oder wenn du oben gepatzt hast, kannst du da vorsichtig mit drüber gehen. Aber gefällt mir trotzdem. Doch, muss ich sagen, passt zum Augen-Make-up. Andere Seite bitte genauso, Claudi. Bitte ganz genauso. Der trocknet halt echt schnell an, ne? Also da konnte ich jetzt an der Seite leider nicht mehr so viel retten. Aber, ach, ich finde, es geht klar. Komm, ne? Das sieht jetzt schon sehr paradiesvogelmäßig aus. So, das ist schon, ne? Nicht ganz so meine Komfortzone. Zum Eyeliner möchte ich einfach sagen, dass mir der Eyeliner an sich gefällt, weil er schön tief schwarz ist, weil er eine schöne, schnelle Farbabgabe hat. Aber mir gefällt diese Spitzenform einfach nicht, weil du damit nicht präzise genug arbeiten kannst. Und das ist dann so ein bisschen schwierig, ne? Und wenn du dich da ein bisschen vermalt hast, dann musst du direkt aufpassen. Das Positive wiederum ist, ich fühle ihn nicht auf meinen Augen, obwohl der halt echt
wahrscheinlich sehr, sehr schwer ist. Ne? Aber ja, er gefällt mir per se schon mal ganz gut. Ich werde ihn weiterverwenden, sagen wir es mal so, ja. Aber dann eher für intensivere Augenlooks, weil im Alltag ist es mir dann einfach zu dick hier oben, ne? Ja. Und weil das alles so schön günstig ist, konnte ich mir sogar zwei Mascaren mitnehmen. Die werde ich jetzt auch beide verwenden. Das ist einmal die Never Seen Before Mascara. Das ist diese hier. Und das ist die Superstar XXL Volume Ultra Black Mascara. Und auf diesem Auge teste ich die Never Seen Before Mascara. Schaut, oh, relativ trocken aus tatsächlich. Hat so ein Bürstchen, das ist ein Kunstfaserbürstchen. Riecht nach Mascara einfach. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, spektakulärer Augenaufschlag mit imposantem Volumen. Nein. Also sie hat tatsächlich die Wimpern schön getrennt, das hat sie gemacht. Sie hat die Wimpern auch so ein bisschen verdichtet, verlängert, aber so richtig wawawum ist sie nicht. Auf die andere Seite nehme ich die Superstar Mascara, das ist diese hier. Oh, die hat ein Bürstchen. Ein Kunsthaarbürstchen und riesig. Also, ich meine, wow. Die riecht ein bisschen mehr nach Farbe, muss ich sagen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Joa, ne? Also die macht schon mehr als die auf jeden Fall, aber immer noch nicht so viel, dass ich sagen würde, wow. Also muss ich wirklich gestehen, natürlich durch den Eyeliner wirkt das alles dann immer ein bisschen dezenter, aber die hauen mich jetzt beide nicht so ganz vom Hocker. Aber ich weiß auch bei solchen Mascaren, dass man die tatsächlich immer ein bisschen offen haben muss und dann nochmal verwenden muss, weil die immer so ein bisschen zu feucht am Anfang sind. Die müssen noch ein bisschen antrocknen quasi in dem Fläschchen. Genau. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche von den beiden Mascaren du persönlich schöner findest. Die Never Seen Before Mascara oder die Superstar Mascara. Das ist mir einfach zu wenig. Ich muss auf beiden Seiten noch ein bisschen nachlegen, weil ansonsten fühle ich mich irgendwie wimpernmäßig nackelig. Das wollen wir nicht. Ich habe so ein krasses Augen-Make-up. Eigentlich würden dazu künstliche Wimpern 1A passen. Aber ich bin echt kein Fan von künstlichen Wimpern. Ich komme damit einfach nicht klar. Ja, genau. Jetzt würde man denken, zu so einem Look, wo man die Augen so krass betont hat, sollte man doch eher entweder gar nichts auf den Lippen tragen oder nur einen zarten Lipgloss. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Look so intensiv wird und hatte mir dann Lippenstift und Lipliner mitgenommen in der Farbe Obsession. Es ist halt richtig rot, ne? Wird jetzt ein bisschen bunt bei mir im Gesicht. Noch bunter, ja gut. Aber na, was soll's. Okay, habe ich tatsächlich beides in der gleichen Farbe bekommen und du hast auch mittlerweile die Möglichkeit, in der Rival Loves Me Theke beides zusammen untereinander zu finden in der Theke selber. Und das wollte ich einfach mal austesten, wie das so ist. Und ich wollte auch keine matten Produkte, also habe ich mir auch nicht dieses Lip Kit geholt, weil ich mag nicht so gerne matte Produkte. Und deswegen habe ich mir einmal den Lip Liner geholt. Das ist so ein ganz normaler Holz-Lip Liner zum Anspitzen. Man muss auch hier wieder ein bisschen mehr drücken, damit eine Farbabgabe kommt. Aber es fühlt sich so an, als würde er dann auch entsprechend länger halten. Um meine Lippenprodukte etwas haltbarer zu machen auf den Lippen, male ich dann tatsächlich noch so ein bisschen in die Mitte aus. Ja, und so einen Lipliner kannst du natürlich auch so tragen, dann einfach irgendwie einen Gloss drüber geben. Ich gebe mir jedoch den Lippenstift nochmal drüber. Riecht nach einem Lippenstift, ne? Ja, ne? So sieht das dann aus. Es passt jetzt. Es ist zu krass. Es ist wirklich zu krass. Also man sollte sich ja normalerweise entscheiden, nehme ich jetzt einen krassen Lippenstift oder nehme ich ein krasses Augen-Make-up? Ich habe mich jetzt gerade mal für beides entschieden. Hey. Ja, aber das war jetzt tatsächlich mein Full-Face mit den ganzen Produkten von Rival Loves Me. Gefällt mir. Ich habe mir auch neue Nagellacke geholt. Das ist einmal HD Gilt on the Go. 45 Sekunden Nail Polish. Das ist dieser hier. Werde ich mir heute Abend drauf machen, weil ich habe tatsächlich nichts auf den Nägeln. Hat das eine Farbe? Blue Lagoon. Richtig geil, oder? Gefällt mir. Dann habe ich noch die Farbe mitgenommen. My Choice. Genau. Das ist dieser hier.
Ich meine, innerhalb von 45 Sekunden trocknen finde ich schon ganz cool. Und danach so ein geiler Neon Explosion Nail Polish. Das ist so ein, ja, pink. Rosa pink. Happy Days. Genau. Und dann habe ich mir noch so ein Quick Dry Spray mitgenommen, einfach mal um zu gucken, ob das alles soweit funktioniert. Aber das werde ich heute Abend in Ruhe mal verwenden, wenn ich dieses Video quasi schneide. Und ja, das war tatsächlich mein Full Face Rival Loves Me. Hat mir gut gefallen. Die Marke spricht mich voll an. Die Produkte gefallen mir. Die Lidschatten sind so ultra pigmentiert, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Die Lippenprodukte gefallen mir. Die Face-Produkte gefallen mir. Mir gefällt das alles irgendwie. Wow, und das für den Preis? Von mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!